Ja, hallo und herzlich willkommen aus Barcelona mit unserem ersten kleinen Videopodcast hier in unserer TechHive-Wohnung, wo wir jetzt mit dem Balazs Gaal und dem Daniel von tablet.de mal kurz eine Talkrunde machen werden, wie es denn uns so am Tag, minus eins eigentlich, so gesehen, morgen ist ja erst so Showstoppers, Pepcom und so weiter, wie es uns da erging, was wir gemacht haben und vor allem natürlich auch, wie wir so Dinge geregelt haben, wie zum Beispiel das mobile Internet hier, dass hier eigentlich ziemlich einfach ging, einfacher wie in den USA und einfacher wie sonst wo eigentlich, war ziemlich unkompliziert. Genau, wir sind einfach in den Vodafone Store rein und wir haben uns schon ein bisschen informiert. Für 10 Euro kriegt man 200 MB und man kann untereinander unter Vodafone Kunden auch telefonieren. Also wenn sich zwei Leute zum Beispiel das kaufen, unbegrenzt, ansonsten 20 Minuten, 20 SMS und genau 200 MB mit einem Monat Laufzeit, glaube ich sogar. Mhm. Das ist super. Genau, und wenn man dann noch 20 Euro auflädt, kann man sich sogar das 1 GB Paket holen. Damit hat man dann 100 Minuten und eine SMS Flat. Das heißt, für 30 Euro habe ich mir jetzt geholt. 1 GB SMS-Flat und telefonieren 100 Minuten und wie gesagt... Wobei wir haben dann noch festgestellt, du hättest auch die 200 MB mal verbrauchen können und dann 1 GB noch aufladen. Ja. Naja. Aber der Vodafone Store hat uns eigentlich ziemlich gut geholfen. Genau, also hat in 5 Minuten hat man das geregelt. Also man muss nur ein Perso dabei haben, ja nicht. War ziemlich nett, der junge Herr, und mit Perso hat er dann alles gemacht. Das haben wir schön bar bezahlt. Genau. Und dann war es eigentlich kein Problem. Ja. Und er hat auch Englisch gesprochen. Genau, der hat Englisch gesprochen. Ist ziemlich selten, aber... Er hat Englisch gesprochen, viele Taxifahrer können das ja nicht. Wir haben nicht gefragt, ob wir vielleicht noch eine Nano-SIM hätten bekommen können, weil die Dinge waren ja nur Standard-SIM und Mikro-SIM. Aber er hat gefragt, welche SIM gerade wir brauchen, er hätte bestimmt noch eine Nano-SIM da gehabt, denke ich mal. Oder er hat es ausgeschnitten, das machen sie auch oft. Oder so, ja, kann auch sein. Da habe ich auch einen Cutter zu Hause. Genau, also wir sind mit Internet versorgt, wir werden euch andauernd zuspammen, wie ihr schon bestimmt heute ein bisschen gesehen habt auf Facebook. Vom Markt hast du, glaube ich, ein Bild hochgeladen. Genau. Weil wir sind in der Innenstadt rumgelaufen. Ja, war ziemlich schön der Markt. Wie fandet ihr? Du hast direkt mal Schinken gekauft, Daniel. Ja, ich habe einen richtig teuren Schinken gekauft. Ich habe Schinken für 27 Euro gekauft. Mhm. Also so viel, wie wir gestern für den ganzen Einkauf ausgegeben haben. Ja. Ja, also auf jeden Fall ziemlich coole Sachen gibt es da. Auch ziemlich frische Sachen. Fisch, fleischmäßig, Obst, Gemüse, alles, was das Herz begehrt. Können wir auch nochmal dazu schreiben, wo es dann ist, falls ihr auch mal hingehen wollt. Ja, an der Rambla. Und an der Rambla, im Prinzip um die Rambla rum ist es überall, einfach da mal durch die Gegend laufen. Ziemlich coole Sache, was da alles gibt. Für 1 Euro frisches Obst geschnitten oder 2 Euro richtig geile Portionen. Das kriegt man echt nirgends, glaube ich, ja. Das dann ist also dieser gut. So ein Schokoladenstand, der war auch richtig cool mit schönen kleinen Schokoladen und alle unterschiedlich. Okay. Sehr schön. Nice. Also ziemlich frische alles. Dinge, vor allem. Ja. Fisch, Fleisch, Obst, Gemüse, alles. Ja, und voll auch noch, also wirklich viel los. Das stimmt. Obwohl regnerisch war gestern, heute so 10 Grad Sonne. Ja, auf jeden Fall nicht schlecht. Ja, gefällt mir auf jeden Fall bisher Barcelona. Mein erstes Mal in Barcelona. Meins auch. Ja, deins auch. Also bisher gefällt es mir eigentlich ziemlich gut. Ja, was hatten wir denn, oder habt ihr sonst irgendwas Barcelona-mäßiges, was wir besprechen sollten? Nee, Taxi ist recht günstig, kann man vielleicht noch sagen. Ja. MyTaxi-App funktioniert auch wunderbar. Ja, naja, heute leider nicht so ganz bei der Rückfahrt vom Markt, beziehungsweise von der Stadt. Das war schon mal interessant, dass du den gleichen Taxifahrer hast. Genau, wir hatten zum ersten Mal den gleichen Taxifahrer, der vom Flughafen her gefahren hat, aber sein Handy ist dann abgestürzt irgendwie und es ging auch nicht mehr an. Irgend so ein Samsung war das. Ein Samsung Galaxy Ace. Also genau, Galaxy Ace, und das wollte er nicht mehr. Dann musste ich halt bar bezahlen und nicht über die MyTaxi-App. Ja, aber hat im Endeffekt auch geklappt. Er konnte dann die Fahrt dann im Nachhinein noch abbrechen. Genau. Musste ich nichts irgendwie doppelt bezahlen. Also günstig heißt jetzt 10 Euro ungefähr, 4 Kilometer waren es, glaube ich, oder? Ja, 5 Kilometer. Kilometer. Also 20 Minuten ungefähr mit Taxi fahren. Und vom Flughafen auch in die Stadt 15 Euro. Genau. Das ist okay. Das ist eigentlich ziemlich okay. Ja, was hatten wir technisch heute Neues? Ja, Galaxy Note 8.0. Ist ja jetzt auf dem Stand aufgetaucht, wie ich gelesen habe. Wir waren selber natürlich noch nicht auf der Messe, sondern man ist auch noch nicht rein. Ja. Genau, man kommt auch normalerweise noch nicht rein. Aber ja, war ja klar, dass Samsung das vorstellt. Ist ja jetzt letzte Zeit auch einige Male aufgetaucht. Ich weiß nicht. Und das haben ja viele andere Hersteller haben es auch schon gezeigt. 8.0, Arcos hat ja schon länger ein 8.0-Tablet, glaube ich. Ja. Andere, denke ich, kommen damit auf, haben China-Hersteller. Ich meine, wenn Apple anfängt, ein 8-Zoll-Display zu produzieren, dann kann ja jeder auf einmal günstig werden. Ja, vor allem Samsung hatte ja schon länger ein Galaxy Note 7.7, vor 2 Jahren auf der IFA vorgestellt. Das ist auch ziemlich geil. Und das war eines der besten Tablets auf jeden Fall. Okay. Und das durften sie ja in Deutschland nie verkaufen. Ja, das ist echt schade. Ja.
Okay. Ja, beim Note ist ja wie gesagt das mit dem Stift ziemlich cool. Das sollte eigentlich Samsung bei jedem Tablet machen, weil irgendwie ist es so ein Punkt. Nachdem sie Vakuumanteile haben, werden sie wahrscheinlich immer noch was machen. Genau, also ja, ist es im Prinzip so ein Punkt, wo man sagt, okay, man kauft jetzt ein Samsung-Tablet wegen dem Stift, würde ich jetzt mal behaupten, weil das ist schon eine coole Sache eigentlich. Genau. Ich kenne viele Designer, die wollen auch genau deswegen, sie suchen wirklich nach einem Tablet, wo du wirklich digital zeichnen kannst, aber nur wenn es gut ist. Mhm. Und gerade diese Vakuumtechnik, die ist, glaube ich, recht. Aber nicht nur Designer, also auch ich hatte das Note 10.1 im Einsatz in der Uni für zwei Monate. Und damit Mitschreiben ist echt super. Man kann Tabellen zum Beispiel sehr, sehr schnell, sehr genau und präzise machen. Mhm. Man kann Formeln sehr schnell berechnen. Es ist echt praktisch. Ja, auch also ohne Internetverbindung die Formeln? Oder? Das reicht jetzt, glaube ich, offline um sogar. Ich glaube, ja. Das ist schön. Man hat ja WLAN in der Uni meistens. Ja, aber meistens so VPN und da, bis es dann klappt alles. Bei uns war es echt, echt einfach. Ja, schön. Ja. Der Preis ist halt die Frage, weil wenn das Ding 300 kostet, geil. Wenn es wieder 4,90 oder so kostet, ja, pff. Ich denke mal nicht. Ja. Weil das halt, muss ich schon am unter 500. Ja, also muss ich auf jeden Fall am iPad Mini orientieren. Entweder gleicher Preis oder günstiger, wenn sie es teurer machen. Ich denke mal, die werden 390 UVP sagen, weil der Stift ist schon was Neues. Genau. Und dann kommt es für 3,49 oder 300 Euro. 300 Euro plus minus. Micro-SD-Slot natürlich noch reinmachen. Dann wäre das natürlich eine gute Sache, die man sich auch kaufen könnte. Vor allem mit 2 GB RAM schon ein geiles Teil und Quad-Core. Also ja, iPad. Das, ja. Ja. Auf jeden Fall nicht schlecht, ne? Und man kann damit telefonieren, sagen einige. Wer will das? Das ist die Frage. Naja, aber stell dir mal vor, du hast ein Handy und du hast das Note 8 mit und das Handy ist leer und du brauchst irgendwie ein Handy, aber naja, telefonierst du damit. Habe ich auch schon mit dem Galaxy Tab 7 gemacht. Das geht. Also, wenn es sein muss, geht's. Okay. Ja, wobei ich glaube, Bluetooth dann bevorzugt, dass ich dann ganz dabei habe. Das geht ja alles. Kann man ja machen. Naja, also wir sind gespannt. Morgen erstes Hands-on hoffentlich schon. Wobei Tag 0, müssten wir schon reinkommen als Presse, glaube ich. Ja, müssen wir schauen. Aber wird man es sicherlich erst machen können. Was hat man noch so? Ja, von der Messe habe ich jetzt heute noch gelesen, dass das erste Firefox-Handy bei ZTE aufgetaucht ist. Okay. ZTE Open, haben wir ja schon mal drüber geschrieben. Mein Gott, ganz normale Hardware, aber mit Firefox-Betriebssystem. Mal schauen. Ich finde Ubuntu spannender. Umso mehr Anbieter, umso besser, denke ich mal, für den Markt. Auch, ja. Also, klar, es werden auch einige wieder verschwinden, anbietermäßig, weil man kann nicht irgendwie so viele Betriebssysteme auf dem Markt halten, aber Ubuntu ist, und gerade auch Firefox OS, verfolgen die richtigen Ansätze mit den Webbetriebssystemen. Ich finde es ein bisschen schade, dass die 256 MB RAM drin haben. Also. Ja. Ja, also an den Specs sieht man, das ist ein relativ schwaches Smartphone. Das ist mit so einem 100-Euro-Teil, 600 MHz, also... Ja. Mal schauen. Vielleicht für dritte Weltländer oder sowas. Ja, kann sein. Bei Afrika können sie ideal werden. Wenn es so 49 Dollar oder so nur kostet, dann wäre es wirklich cool. Ja, dann wäre es super. Okay. Aber da müsste langsam Google auch noch so ein Billigteil rausbringen, so ein Chrome OS-Telefon. Ja, irgendwie sowas, genau. Wo wir bei Chrome OS eigentlich wären, Google hat gestern so ganz überraschend oder ganz heimlich eigentlich das Chromebook Pixel vorgestellt, das ja schon vor einiger Zeit aufgetaucht ist. Mit der höchsten Auflösung, was in dem Chromebook je gesehen wurde. 13 Zoll, 2560 x 1700 Pixel Auflösung. Der Haken dran, es ist wirklich nicht ganz billig. Und es sieht, es sieht hässlich aus. Also kommt noch dazu. Es hat ein wenig so ein MacBook-Design, aber MacBooks finde ich irgendwie noch schick. Aber das wirkt irgendwie klobig, ich weiß auch nicht. Also das, weiß nicht, ich hab das gerade hier vor Augen, das irgendwie... Ist irgendwie fett und irgendwie, mir gefällt es nicht wirklich. Ich finde, es schaut wirklich minimalistisch, also gut, was ist gut designt, das schaut aus wie ein Stück eckiges Metall und kann man auf und zu klappen. Ja, ja. Aber wer stellt das her, das ist halt die Frage, wahrscheinlich wieder Samsung, oder? Ja, das weiß ich nicht, weil den Hersteller haben sie eigentlich komplett rausgelassen, das ist eigentlich ziemlich interessant. Ich meine, das Display kommt wahrscheinlich von LG oder Samsung. Oder Sharp, kann auch sein. Ja, das ist Sharp. Sharp ist da auch immer ganz vorne mit dabei. Das ist das Display, denke ich mal, oder? Ja, Touchscreen, i5-Prozessor. Touchscreen? Ja, 4 GB RAM. Intel AD4000, also normale Ivy Bridge-Basis eben. 32 oder 64 GB SSD und 1 TB Google Drive gibt es noch dazu. 1 TB genau. Google Drive? Ja. What the hell? Mini-Display-Port, USB 2.0, leider kein USB 3.0. Ja, mein Gott. Aber sogar mit LTE-Modem wahlweise. Also das ist wirklich... In dem Design könnte ich mir noch gut vorstellen, dass man es gut aufmachen kann und dann noch was extra speichermäßig reinbauen kann. Weil das ist immer das Problem mit den Google Notebooks, weil die wollen immer, dass man Google Drive benutzt. Aber gerade was wir gesagt haben, 200 MB haben wir jetzt die Woche, wir freuen uns, so billig ist. Mhm. Aber wenn ich meine Terabyte Daten online habe und ich brauche dann doch irgendwie wieder was mache ich dann im Ausland? Genau. Ja klar, fürs Ausland ist es natürlich schwieriger, aber die LTE-Version
Die soll für 2 oder 3 Jahre gleich ein LTE-Data-Plan in den Ach, USA okay. enthalten. Wow, das ist ja okay. geil. Das ist dann nicht schlecht, und ja. zwar Verizon, also das ist ist meine, also man zahlt aber schon spendet 150 Dollar drauf, sehe ich, oder? Ja. Also das Wi-Fi-Only-Modell soll 1.300 Dollar kosten, also Okay. Also 1.299. 1.000 Euro kann man sich schon überlegen. Für so eine Auflösung, für die Ja. Designer, ist es die Alternative zum MacBook. Aber halt Chrome OS, ne? Also das ist halt, sag ich mal, schon Einschränkungen, die man halt Ja, hinnehmen man ist ein muss. Intel-Prozessor drin, du kannst ja Windows bestimmt eigentlich auch Vermutlich machen. geht es auch, ja. Aber der Preis ist von Anfang, denke ich, also ziemlich zu hoch. Vor allem, weil Chrome OS noch nicht so bekannt ist. Hardware finde ich top. Ist die Frage, wie es dann wirklich verarbeitet ist und so, aber 12,85 Zoll, by Preis. the way. Ja, Ja. 12,85. Und 3 zu 2 die Also Ratio. 3 zu Ja. 2 Verhältnis. Genau. Also Genau. nicht 16 zu 9. Okay. Also 18% Das heißt, mehr es ist in der höher. Höhe, aber Genau. 16 zu 9. Das ist ziemlich genial. Also für Swap auf jeden Fall Also das super. würde ich mir überlegen. Also die Laufzeit ist immer noch so eine Sache. Die Chromebooks, Ja. was ich bisher gesehen habe, immer 4-5 Stunden und das geht gar Das ist nicht. zu wenig. Wir Ja. sitzen alle mit Ultrabooks hier rum. Julian, Ja. du hast 7 Stunden Laufzeit bei deinem Genau. Samsung. Ich habe Also. 5, dank SSD-Upgrade durch Samsung. Ja, mich kam auf 6 bis 7. Ja. Genau. Also Genau. unter 5 würde ich auf nie an was anfassen, weil das ist einfach zu wenig. Ja. Das stimmt. Ja, Xperia Z. Sony hat, glaube ich, einiges vor. Wir haben sehr viel Werbung gesehen fürs Xperia Z. Und T auch teilweise noch leider, also ist Genau, komisch. Xperia T auch noch. Ja, Sony hat da, denke ich, viel damit geplant. Wird es auch, denke ich, hier jetzt nochmal komplett zeigen wollen und keine Möglichkeit hier auslassen, das auf dem MWC nochmal zu zeigen. Morgen in der Show werden wir es euch übrigens nochmal zeigen hier, weil dann hat es der Kollege dabei, der noch morgen mit dazukommt. Der darf sie nämlich 3 Monate testen. Genau. Und das ist cool. Ja. wir haben schon ein Unboxing gemacht, oder ich zumindest, und mir ist wieder in der Hand sehr positiv aufgefallen, aber einfach die spiegelnde Oberfläche hinten. Das ist Ja. einfach. Ich musste 3 Videos zweimal mindestens sauber machen hinten, weil das schaut einfach Ja. nicht so schick aus, wenn es in meinen Finde Fingerabdruck drauf hat. ich auch, ja, so eine, wie beim Xperia T war das ja, habe ich heute zum ersten Mal gesehen, hat es so eine raue Oberfläche, das finde ich irgendwie schicker, ich weiß nicht, also das ZL gibt es ja übrigens auch noch, da ist es ja so. Genau, da ist es so. Aber das Aber hat ist nicht keine wasserdichte wasserfest, genau. Funktion. Wo ist da der Unterschied zwischen dem Z und dem ZL? Ist, glaube ich, das ZL ist, glaube ich, für die US, glaube für den US-Markt. Okay. Aber in Europa kommt es auch, habe ich schon gelesen. Okay. Haben irgendjemand geschrieben. Ich glaube, wir gerade nicht. Okay. Haben es noch nicht geschafft, aber ich habe es einfach gelesen, dass es bei uns auch kommen Okay. wird. Was ich allerdings schade finde beim Z bisher ist, es gibt keine Farbauswahl, glaube ich, oder? Doch, es gibt weiß, schwarz und violett. Weil im So. Weiß sieht man ja keine Oh. Fingerabdrücke. Ja, Stimmt. Das wäre halt stimmt. die Option, die ich mir dann Das wäre die entsprechend Option, überlegen ja. würde. Schaut halt nicht so elegant aus wie schwarz, bei mein Gott. Ja, wie Nexus 4 gibt es auch noch nicht in weiß. Nicht? Nee, noch nicht. Gab es da nicht Bilder? Gab es mal Bilder, aber gibt es auch noch nicht in Das weiß. ist nur Also. dieses Gerücht bei Google. Irgendwann kommt es im Weiß, dann kommt es mal im Weiß, weil es schon wieder so spät, weil das nächste da ist. Genau. Genau. Leider. Okay. Was haben wir heute noch? Oder was morgen ist geplant? Morgen kriegen wir hoffentlich unsere Die, Sony-Handys genau, Xperia T und dann in die Presse verteilt. morgen gibt es die erste Flut an Videos hoffentlich von uns, weil wir Mhm. sind auf 2 Events, wo viele kleine Hersteller die Chance haben, Geräte vorzustellen, Genau. Showstoppers und Pepcom oder Mhm. Genau. Digital Focus, Experience. Digital Experience. Oder Ja, Mobile Mobile Focus. Focus, genau, Genau. heißt auch mal anders. Also 2 Events mit Whatever. 4 Namen ungefähr. Ja. Gutes Essen haben die und viele, also Auf auch jeden große Fall. Firmen, Dell und Lenovo sind da Genau, normalerweise drin. Samsung normalerweise auch. Qualcomm. Sony und so weiter. Hoffentlich werden wir mobile, also biegbare Displays da wieder sehen, die werden auch Genau. teilweise mal gezeigt. Ja. Das wäre cool. Ja. Ja, diese Dinger sind einfach, oder vielleicht mal eine Uhr, die ein biegbares Display hat, so Ja. irgendwie mal Ja. was. Das ist ein Das Smartwatch wäre oder Wir so. warten da seit mehreren Jahren drauf. Vielleicht wird es ja was. Ja, hoffentlich ist nicht Apple die erste Firma, die das macht. Okay. Wir werden sehen. Ja. Ja, wie gesagt, wir haben einige Bilder auch heute geschossen. Wenn wir, denke ich mal, ein paar zu dem Beitrag dann dazu hochladen, verlinken alles, dass ihr auch mal sieht, wie es hier so aussieht. War ziemlich warm heute, so 10 Grad rum. Heute Morgen war es noch so regnerisch, aber dann hat sich das alles gelegt, zum Glück. Genau, wir haben ausgeschlafen. Genau, wir haben dann noch die Regenzeit genutzt, um ein bisschen auszuschlafen. Aber mittags war dann wirklich perfektes Wetter, ein bisschen kalt noch. Aber auf jeden Fall fast schon frühlingsmäßig, also Genau, für Februar sehr ziemlich schön. gut. Und ansonsten, wir freuen uns über die Kommentare, wenn ihr etwas sehen wollt auf der Messe. Wir sind wirklich die ganze Woche hier Genau. durchgehend. Wir können über alles berichten, was ihr vielleicht woanders gelesen habt und bei uns noch nicht und auch Videos dazu machen, also sollte kein Problem sein. Einfach Oder Kommentar schreiben, kontaktieren, je genau. nachdem. Schreibt uns auch vielleicht, wenn ihr mehr Richtung Tablets sehen wollt oder mehr Richtung Smartphones, weil es gibt einfach so viel, dass wir ganz sicher nicht alles schaffen. Genau. Beim
Daniel könnt ihr auch wahrscheinlich viel, sehr viel über Tablets dann lesen. Ja. Er wird bestimmt schneller in der Richtung sein. Also schaut auf jeden Fall mal vorbei auf tblt.de. Genau. Die Tablet ohne A und E. Genau. Die kürzeste Tablet-Domain in Deutschland wahrscheinlich. Auf jeden Fall. Weltweit. Ja. Und ja, ansonsten, unser Kollege Marco ist jetzt nicht hinter der Kamera, sondern macht seinen eigenen Podcast, also der ist auch ganz fleißig, könnte man fast schon sagen. Genau, mit smartphone7.de, das sollte auch dann bald rauskommen. Genau. Ja, weil er macht ja nur Windows-News, von daher. Ja, genau. Könnte auch ein bisschen von ihm, aber dann bei uns hoffentlich auch lesen, wenn er nicht zu sehr mit Mädels nachlaufen beschäftigt ist. Ja, ist immer die Gefahr. Also, ich würde sagen, wir verabschieden uns von heute, von hier. Dann sehen wir uns morgen beim Experiment abholen, beim Badge abholen und so weiter. Dann gibt es ein neues Video auf jeden Fall. Und genau, ja, direkt von der Messe, also von der alten Messe, werdet ihr auf jeden Fall ein Video von uns bekommen, von oben. Und dann sind wir gespannt, was Tag 0, vielleicht kommen wir auch schon ins Messegelände rein, können ein paar Videos schon machen von den Geräten, die vielleicht noch nur abgedeckt sind, aber wer weiß. Wer weiß. Vielleicht finden wir unsere Kontakte und dann... Ja, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt und cheers nach Deutschland. Jo, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.